Und ich habe dann eben diese Suche fortgeführt. Ich habe es in Beziehungen gesucht, aber in Beziehungen, ich bin immer nur enttäuscht worden. Und dann natürlich habe ich mir gedacht, okay, ja, dann ist wahrscheinlich fortgehen und Party machen das, worum es wirklich geht im Leben. Ich bin eigentlich ursprünglich in Graz geboren. Meine Mutter hat mich ganz früh dann mitgenommen ins Ennstal. So mit 3 Jahren bin ich von Graz, von unserer Hauptstadt in der Steiermark, rauf ins Ennstal verpflanzt worden. Eigentlich, weil meine Mama so vor ihrer Vergangenheit davongelaufen ist. Ich bin dann auch dort groß geworden und habe auch eine nicht so angenehme Kindheit erlebt. Mein erster Stiefvater war schwerer Alkoholiker. Und wie es halt so ist, wenn man aufwächst als Kind, man weiß ja gar nicht, dass das irgendwie falsch ist oder verkehrt oder nicht so gesund, weil es ist das Normal, in dem man groß wird. Und so war das Normal bei mir daheim, dass mein Stiefvater täglich schwer alkoholisiert war, handgreiflich worden ist gegenüber meiner Mutter. Es waren so richtige kitschige Hollywood-Szenen teilweise. Also, dass meine Mama zum Beispiel wirklich eine Sonnenbrille aufgehabt hat, weil sie ihr blaues Auge verdecken wollte. Oder weil sie, dass sie die Haare so um mich gebürstet gehabt hat, weil ihr da ein Büschel gefehlt hat. Es ist regelmäßig die Polizei vor unserer Tür gestanden. Und auch die Nachbarn haben das immer so ein bisschen begutachtet, was da bei uns so passiert. Aber es war halt mal normal. Wie ich so circa eben 10 Jahre alt war, hat es dann begonnen, dass meine Mama auch in so eine lebendige Gemeinde, also in eine Freikirche, begonnen hat zu gehen. Sie hat mich mitgenommen und das hat mir eigentlich viel Spaß gemacht. Diese Kindergottesdienste, diese Bibelgeschichten zu hören. Wir haben auch ganz viele Bibelverse auswendig gelernt. Aber später dann, wie ich so ins Teenageralter gekommen bin, war das Ganze einfach nicht mehr so wirklich attraktiv. Ich muss auch dazu sagen, meine Mama hat eine lebendige Beziehung zu Gott zwar begonnen, aber im ersten Moment war nicht das Leben sofort anders. Bei uns zu Hause hat es trotzdem Probleme gegeben. Bei uns zu Hause waren trotzdem Unstimmigkeiten. Und ja, irgendwie habe ich mir immer sehr schwer getan, diesen lebendigen Gott wirklich persönlich zu ergreifen. Ich habe dann natürlich meine Entscheidungen getroffen. Ich habe mich auf Jungs eingelassen, so wie als Teenager man sie natürlich ausprobiert, Beziehungen eingeht. Aber gleich eigentlich die erste Beziehung, die ich gehabt habe, damals mit 15 Jahren, die hat mich so zerstört, weil ich wirklich ein naives 15-jähriges Mädchen war, das den Glauben und die Hoffnung gehabt hat, das ist jetzt der Mann und mit dem verbringe ich mein Leben. Komischerweise habe ich diese Vorstellung in mir drinnen gehabt, dass ich das eigentlich wollte. Mein Plan war nie, ich würde jetzt mal einen Freund haben und dann probiere ich noch einen und dann probiere ich noch einen. Nein, ich wollte eigentlich einen Partner. Aber ich war noch viel zu jung. Und wir waren viel zu jung. Und wie das erste Mal in meinem Leben mein Herz so zerbrochen worden ist und einfach diese Unsicherheiten, die ich als Kind erlebt gehabt habe, kein sicheres Zuhause zu haben, niemanden zu haben, wo ich das Gefühl gehabt habe, der schaut auf mich, das hat mich einfach so angetrieben, nach dieser Sicherheit zu suchen, die ich nie erlebt habe. Meine Eltern oder mein immer noch Stiefvater und meine Mama haben ihr Allerbestes getan. Und trotzdem war dieser Zerbruch in mir, der von ganz klein an schon begonnen hat, so groß, dass das einfach nicht mehr möglich war, mit Worten oder mit guten Ratschlägen zu verbinden. Und ich habe dann eben diese Suche fortgeführt. Ich habe es in Beziehungen gesucht, aber in Beziehungen, ich bin immer nur enttäuscht worden. Und dann natürlich habe ich mir gedacht, okay, ja, dann ist wahrscheinlich fortgehen und Party machen das, worum es wirklich geht im Leben. Und ich habe begonnen, Alkohol zu trinken regelmäßig. Und neben mir sind andere Sachen wirklich vercheckt worden. Ecstasy, Speed. Ich bin heute so unendlich dankbar, dass etwas in mir so laut gerufen hat, Sabrina, greift das nicht an. Ich habe für mich so gerechtfertigt, naja, das eine ist wenigstens irgendwo gewachsen, das andere, das haben sie irgendwo selber zusammengebraut. Diese Schwelle habe ich Gott sei Dank nicht genommen.
Ich war damals circa 16, wie ich in einer sehr ungesunden Beziehung war, mit einem jungen Burschen. Es war immer so on-off. Eigentlich habe ich gewusst, er ist nichts für mich. Oder eigentlich habe ich gewusst, ich will gerade keine Beziehung, aber das verehrt werden, dass jemand mir schön tut, dass jemand sich für mich interessiert, das war einfach etwas, was ich nicht loslassen wollte, weil das so ein schönes Gefühl war. Und so habe ich mich immer wieder einlassen auf die Beziehung und habe wieder gesagt, nein, doch nicht. Und bis ich eines Tages festgestellt habe, dass ich schwanger bin. Ich war damals knapp 17, habe gerade eine Lehre begonnen, weil ich die Schule abgebrochen habe. Und momentan habe ich echt geglaubt, mein Leben ist zu Ende. Aber wieder war einfach eine Stimme in mir, die so laut gerufen hat, für die ich so dankbar bin, die gesagt hat, entscheide dich für dieses Leben. Und ich habe es dann gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich kriege dieses Kind. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Aber ich mache es. Ich habe natürlich auch mein Bestes versucht in der Beziehung. Und auch der Papa vom Kind hat sich bemüht. Aber auch dort habe ich wieder gemerkt, diese ungesunden Dynamiken, die ich schon beobachtet habe in den Beziehungen meiner Mutter, haben sich dort wieder gespiegelt. Es war viel Alkohol im Spiel. Wir sind oft fortgegangen und haben dort gestritten. Es ist sogar so weit gegangen, dass auch Gewalt ein Teil unserer Beziehung geworden ist. Und ich habe es oft probiert, die Beziehung zu beenden und ich habe es einfach nicht geschafft. Weil ich war eine junge Mama, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine fertige Ausbildung, ich habe keinen Führerschein gehabt und ich war einfach komplett abhängig von dieser Person und von diesem Leben. Ich will nie vergessen, ein besonderer Tag, bin am Balkon gesessen und habe geraucht und Tagebuch geschrieben und ich war so verzweifelt. Ich war so, so verzweifelt und ich habe raufgeschaut in diesen Sternenhimmel und plötzlich ist mir ein Bibelvers eingefallen. Einer von diesen Bibelversen, die ich damals als circa 10-jähriges Kind in diesen Kinderstunden gelernt habe. Psalm 50, Vers 15. Und wir haben damals gelernt, das ist die Telefonnummer Gottes. Dieser Bibelvers, da steht drinnen, rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten und du sollst mich preisen. Jetzt bin ich da so gesessen auf dem Balkon, innerlich komplett verzweifelt, komplett hoffnungslos, mit dieser Stimme in mir, die gesagt hat, Sabrina, entscheide dich fürs Leben. Weil ganz ehrlich, wenn ich nicht im Hinterkopf diese Überzeugung gehabt hätte, dass es Gott gibt, dann bin ich mir ganz sicher, dass ich heute nimmer dastehen würde. Und wie mir dieser Bibelvers wieder eingefallen ist, habe ich dann gesagt in den Sternenhimmel hinauf, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt und ich glaube, dass es dich gibt und ich glaube auch, dass es mir gut geht dort, wo du bist, aber ich weiß nicht, wie ich dort hinkomme, dann hilf mir. Bitte hilf mir. Und ich wünschte, ich könnte sagen, in dem Moment, was weiß ich, keine Ahnung, ist mir irgendwas auf den Kopf gefallen, ich bin munter geworden und alles war verändert. Leider war das nicht so. Der nächste Tag war ganz normal, der übernächste Tag war ganz normal. Aber innerhalb von einem Monat hat meine Mutter, mit der ich zu dem Zeitpunkt schon seit geraum einem Jahr keinen Kontakt mehr gehabt habe, sie bei mir gemeldet. Im ersten Moment wollte der Stolz in mir aufstehen. Der sagt, was willst du jetzt von mir? Aber ich habe auch wieder diese Stimme in mir drin vernommen, die gesagt hat, komm, red mit dir. Wir haben dann ein ganz kurzes Telefonat geführt. Sie hat einfach nur gesagt, sie würde mich gern zum Essen einladen. Und ich bin dann auch hin. Und das war der Beginn von der Veränderung, in der ich mich heute noch befinde. Bei meiner Mama zu Hause war zu dem Zeitpunkt nämlich gerade ein Alpha-Kurs. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat. Das ist einfach so ein Kurs, wo Menschen, die sich nicht sicher sind, gibt es Gott, gibt es ihn nicht. Ist das alles echt? Wer ist Jesus überhaupt? Was ist Gebet? Was hat das alles mit der Bibel zu tun? Die solche Fragen haben, die können so einen Alpha-Kurs machen. Und bei meiner Mama zu Hause hat sowas stattgefunden.
Und die Mama hat halt gesagt, komm, Sabrina, magst nicht mitmachen? Und ich habe zuerst ein bisschen überlegt und dann haben wir gedacht, na okay, schauen wir es halt zumindest an. Und habe dann begonnen, diesen Alpha-Kurs zu machen. Und es war einfach so spannend für mich zu erleben, wie Menschen sind, die eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Das Erste, was ich nämlich gesehen habe, war nicht Gott selbst. Das Erste, was ich gesehen habe, waren die Menschen, die ihn kennen. Oder die ihn besser gekannt haben als ich zumindest. Und das hat mich dermaßen beeindruckt, weil ich sowas noch nie erlebt habe. Ich habe mich so wohl gefühlt in der Runde. Ich habe einfach sein können, wer ich bin. Ich habe mich nicht verstehen müssen. Und ich habe jede Frage stellen können, die ich wollen habe. Ich bin nie schief angeschaut worden. Und ich habe mich so angenommen gefühlt wie noch nie in meinem Leben vorher. Ich habe es dann geschafft, die Beziehung zu beenden. Ich habe meine erste eigene Wohnung gehabt. Ich habe die Lehre, die ich damals begonnen habe, im Verkauf wieder aufgenommen in einer anderen Firma. Und man könnte ja jetzt sagen, man, super, jetzt ist das Leben perfekt. Aber wisst ihr, irgendwie war zwar die Hoffnung da, die ich vorher nicht mehr gehabt habe in meinem Leben, aber meine alten Gewohnheiten waren deswegen trotzdem nicht plötzlich weg. Ich habe immer noch geraucht. Ich habe immer noch regelmäßig Alkohol getrunken, weil das halt einfach so war. Ich habe immer noch Männerbekanntschaften gehabt. Aber etwas hat sich begonnen, Stück für Stück in mir zu verändern. Ich habe in dieser Firma dann auch, in der ich dann gearbeitet habe, einen jungen Mann kennengelernt, der Interesse gehabt hat an mir. Und das war ja sowieso immer meine Schwachstelle. Sobald ein Mann Interesse zeigt an mir, dann ist ja die Welt wieder in Ordnung. Meine Pastoren haben dann mich gefragt, ob ich vielleicht einmal mitfahren möchte zum Jugendcamp. Und ich war damals 21 und habe mir im ersten Moment also überlegt, naja, ob ich da nicht vielleicht schon ein bisschen zu alt bin, aber sie waren einfach so überzeugend, dass ich mir gedacht habe, ich schaue mir das an. Und am letzten Abend war so ein ganz besonderer Abend, wo dann auch angeboten worden ist von den Teamleadern und so, hey, wer möchte, der kann noch vorkommen, es gibt die Möglichkeit, für dich beten zu lassen. Und ich bin da hinten gestanden und ich habe gesagt, okay Gott, ich habe dir schon die Einladung gegeben, dass du in mein Herz darfst, aber wenn du wirklich so bist, und ich kann dieses so leider nicht besser beschreiben, als diese Atmosphäre der Hoffnung, diese Atmosphäre der Liebe, diese Atmosphäre, dass alles möglich ist, dass es nie zu spät ist, dass du dein Leben nie so gegen die Wand fahren kannst, dass Gott nicht nur immer was machen kann. Es gibt diesen Ausdruck, Gott kann aus Mist Dünger machen. Wenn du so bist, Gott, dann darfst du mein ganzes Leben haben. Interessanterweise, der Mann, von dem ich euch erzählt habe, der mich also ausgelacht hat, wie ich zum ersten Mal vor Gott geredet habe, der ist für einen Abend zu diesem Camp gefahren, eigentlich nur, weil er mich unbedingt sehen wollte. Und er hat dann teilgenommen an so einem Gottesdienst, an so einer Veranstaltung und Gott hat ihn total berührt. Gefühltermaßen war er überzeugter Atheist. Ein Abend hat genügt und Gott hat sein Herz total für sich erobert. Jetzt könnte man wieder sagen, und jetzt war alles perfekt. Nein. Ich habe immer noch geraucht. Ich habe immer noch eine heimliche Beziehung gehabt, jetzt dann zu diesem jungen Herrn. Wir sind regelmäßig zu den Gottesdiensten gegangen. Manche Leute haben nachgefragt, na, ist da was zwischen euch? Und wir immer so, na, wir sind noch so super befreundet. Eines schönen Gottesdienstes hat unsere Pastorin von vorne verkündet, dass sie, jetzt muss ich kurz überlegen, ihr drittes Kind erwarten. Und die Gemeinde hat applaudiert und alle haben sich gefreut. Und ich in dem Moment bin irgendwie ruhig geworden, habe ein bisschen nachgedacht, bin heimgefahren, habe einen Schwangerschaftstest gemacht und war schwanger. Es hat sich in dem Moment so angefühlt, wie es hätte meinen ganzen Fortschritt, alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt wieder gefunden gehabt habe, meine Hoffnung, meine Familie, ein Lebensrhythmus, Stabilität, als hätte ich das in einer Sekunde wieder Vollgas gegen die Wand gefahren. Und in mir ist so eine Angst hochgekrochen und so eine Furcht. Und es hat sich angefühlt, als würde ich vor einer Kreuzung stehen. Und
ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur mein Gefühl war oder ob das die pure Wahrheit ist, aber mein Gefühl hat gesagt, Sabrina, wenn du jetzt wieder davonlaufst, weil das war meine Überlebensstrategie, davonlaufen, wenn es schwierig wird, dann laufen wir davon. Wenn du jetzt wieder davonlaufst, dann weiß ich nicht, ob du wieder zurückkommst, ob du wieder zurückfindest. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt zu meinem damaligen Freund, hey, ich möchte rein einen Tisch machen. Ich möchte bitte, dass wir mit unseren Pastoren einen Termin ausmachen und ich möchte einfach sagen, was los ist, dass ich schwanger bin, wir sind nicht verheiratet, wir haben es nicht richtig gemacht. Und wieder sind meine Erwartungen, Gott sei Dank, nicht erfüllt worden. Ich bin da gesessen und ich habe in die liebevollsten Augen geschaut, die ich damals jemals geglaubt habe zu sehen. Unsere Pastoren waren schon geschockt im ersten Moment, weil es hat keiner eben gewusst, das war ja alles heimlich. Sie haben sich schon momentan so mal zurückgelehnt, geschluckt, aber es war in dem Moment keine Verurteilung, sondern es war wieder Annahme, Mitgefühl, Verständnis, ein Willkommensein, ein nicht abgelehnt werden. Wisst ihr, sowas ist unmenschlich eigentlich. Ich selber bin das beste Beispiel. Wie schnell geht es, dass man jemanden verurteilt, dass man jemanden anschaut und sagt, wie kann man nur? Warum weiß der das nicht besser? Diese Liebe, die mir da begegnet ist, war die Liebe, die nur Gott selber geben kann. Und wenn wir diese Liebe erleben, dann verändert sie uns. Wisst ihr, Jesus hat nie gesagt, ihr alle haltet jetzt die Regeln ein und dann seid meine Jünger. Jesus sagt, komm, geh mit mir den Weg. Lern mich kennen. Lern meine Liebe kennen. Das ist die Liebe, die dich verändert. Ich hätte nie geschafft, von mir aus zum Rauchen aufzuhören. Ich hätte es nie geschafft, eine gesunde Beziehung leben zu lernen. Ich hätte es nie geschafft, meiner Mutter zu verzeihen. Niemals. Wenn nicht diese Liebe mich vorher berührt hätte. Wir glauben oftmals, dass es zuerst Regeln ist und dann bist du dabei. Jesus sagt, nein. Lern mich kennen. Geh mit mir den Weg. Und lass dich verändern von meiner Liebe. Und ich bin so, so dankbar, dass ich weiß, dass es einen Gott gibt an meiner Seite, der größer ist, der stärker ist, der es besser weiß als ich, der selbst wenn ich Fehler mache, mich nicht loslässt, meine Kinder nicht loslässt. Und dass egal, was meine Kinder machen, sie ihr Leben nie so gegen die Wand fahren können, dass Gott nicht aus dem Mist Dünger machen kann.